Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Und am Anfang dieses allgemeinen Readings möchte ich gerade die neuen Zuschauer unter euch, die jetzt zum ersten Mal ein Reading von mir sehen, auf so manche Kleinigkeiten aufmerksam machen. Das ist zum Beispiel die Infobox, die sich unterhalb von diesem Video befindet, in der ihr zum Beispiel euch die Karten etwas genauer anschauen könnt, die ich in meinen Readings verwende. Ihr findet dort meine Mailadresse, Social Media Links, genauso wie auch Info- und Special-Videos, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Ich habe dort unten euer aktuelles Jahresreading für das Jahr 2024 verlinkt und auch das weiterführende Reading über diese Legung hier könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne ansehen. In einem allgemeinen Reading gibt es auch so manche Grundregeln, zum Beispiel, dass die Rollen vertauscht sein können, dass die Zeit fließend ist und dass Hof- und Personenkarten geschlechtlich neutral gedeutet werden. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, wenn es euch gefallen hat und natürlich auch über ein Abonnement, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich habe da sehr viel davon, mir kommt das natürlich sehr zugute. Ihr habt natürlich keine negativen Konsequenzen oder Nachteile davon zu befürchten. Ich bedanke mich dafür schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Freude und Vergnügen bei dem Reading. So, liebe Steinböcke, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Wir decken sie natürlich gemeinsam auf gleich. Den Kojoten können wir hier schon sehen. Das ist euer Krafttier für diese Zeitspanne. Und die närrische Weisheit ist eure Hauptenergie. Unvorhergesehene Ereignisse kündigen sich an. Alles dient deinem Besten. Vertraue dem Weg. Es scheint hier zu den ein oder anderen Entwicklungen in einem bestimmten Bereich eures Lebens zu kommen, liebe Steinböcke, die man nicht unbedingt vorhersehen hat können, die sich nicht angebahnt haben, so dass man wüsste, was einem erwartet, was auf einem zukommt. Es könnte hier eine Art Nacht- und Nebelaktion sein. Ich kann mir hier gut und gerne eine gewisse Nervosität auf eurer Seite vorstellen, liebe Steinböcke, beziehungsweise will man sich hier eventuell auch erklären, was das zu bedeuten hat, was jetzt genau passiert ist. Man versucht, Schritt zu halten, man versucht, sich womöglich auch einzugewöhnen. Das kann ich mir alles noch sehr variantenreich vorstellen und möchte mir das jetzt in diesem Reading genauer anschauen. Die Welt. Die Welt stellt das Abschließen eines Zykluses und den Beginn eines neuen Zykluses dar. Es ist ja ähnlich, wie ich es euch gerade versucht habe zu erklären, anhand dieser Sätze hier unten, dass ein ganz bestimmter Zyklus, eine ganz bestimmte Ära möglicherweise auch zu Ende geht und eine neue Routine, ein neuer Alltag im Anbruch sich befindet. Es kann hier, wie gesagt, sehr plötzlich kommen, von heute auf morgen kommen. Man spricht ja auch schon von unvorhergesehenen Ereignissen. Es wäre hier gut und gerne möglich, dass das mit der Welt relativ abrupt passiert, aber das möchte ich mir natürlich auch noch genauer ansehen. Hier haben wir den Hierophanten. Der Hierophant steht häufig für die Vogelperspektive, für das große Ganze. Man kann auch von den Ursachen und den Wirkungen sprechen, einer Kettenreaktion. Der Hierophant versucht sich häufig ein Gesamtbild zu machen, einen Eindruck zu verschaffen. Was sind die Gründe? Wie ist es entstanden? Wann ist es passiert? Wer hat daran Schuld oder wer ist da der Drahtzieher? Da will man so viele Informationen wie möglich über die vorherrschende Situation sammeln, um möglicherweise auch ein Bild sich machen zu können, ein Urteil fällen zu können, um jetzt auch entscheiden zu können, ob das Ganze jetzt positiv oder eher negativ anzusehen ist. Der Hierophant hat weitere Deutungsvarianten natürlich, zum Beispiel steht er für Grundsätze, Leitsätze, Tugenden und Ideale, die viele von euch hier haben können, liebe Steinböcke. Das sind so Weisheiten, nach denen man sich richtet und auch stets vorgeht. Das kann ich mir im Speziellen ebenso anschauen. Auch den will ich hier natürlich noch weiter klären und spiegeln. In der Mitte des Readings oben haben wir den König der Stäbe. Der König der Stäbe, eine Hofkarte im Feuerzeichen. Es könnte natürlich ihr selbst darin dargestellt sein oder ein ganz bestimmter Bezugsmensch dargestellt sein. Häufig ist es nicht entscheidend, ob das jetzt Feuer, Luft, Erde oder Wasserzeichen ist, sondern die Charakteristik eines Königs der Stäbe spielt eine ausschlagende Rolle. Der König der Stäbe ist jemand, der, wenn ihm oder sie etwas interessiert, für dieses Thema auch Feuer und Flamme ist. Wenn es hier jemandem wichtig ist, kann dieser König der Stäbe alle Hebel in Bewegung setzen. Das ist dann das Ein und Alles für diesen Menschen. Das ist etwas, worauf dieser Mensch sich bestürzt, fokussiert und konzentriert.
Aber wenn es ihm oder sie nicht wirklich kümmert, wenn es eine Art Nebensächlichkeit ist oder wenn es ihn oder sie schlichtweg nicht interessiert, was da passiert, ist das auch etwas, was jener König der Stäbe schnell mal delegieren kann. Da macht man dann ja keinen Finger krumm, da macht man sich die Hände nicht schmutzig dafür. Das ist dann etwas, wo dieser König der Stäbe auch etwas lustlos agieren kann, demotiviert agieren kann. Beziehungsweise ist das dann auch etwas, was nicht wirklich hohe Priorität genießt. Also was Prioritäten angeht, da ist dieser König der Stäbe recht eigen, möchte ich sagen. Und auch seine oder ihre Vorgehensweisen sind nicht immer nachzuvollziehen. Er oder sie ist recht attraktiv in vielen Fällen, sehr verbissen manchmal. Das ist jemand, der es gar nicht gerne hat, wenn es nicht nach seiner oder ihrer Pfeife geht. Jemand, an den man auch gerne sich wenden kann, wenn man mal Probleme hat. Also eine Art Führungsperson oder Autoritätsperson kann hier drin ebenso dargestellt sein. Jene Charakteristiken können, wie gesagt, auf euch oder auf einen ganz bestimmten Mitmenschen von euch natürlich zutreffen. Die drei der Schwerter, das ist Frustration, das ist Herzschmerz, das ist Trübsal, man kann auch von einer negativen Grundstimmung hier sprechen. Die drei der Schwerter deutet jetzt doch eher an, dass jene Entwicklungen, dass jenes Neue, was hier auf euch zukommt, liebe Steinböcke, viele von euch zunächst einmal aus der Bahn werfen könnte, definitiv mulmig stimmen kann, nicht unbedingt gut tut. Man kann auch sagen, man ist es nicht gewohnt. Das wäre ebenso möglich hier mit dem Hierophanten in der Spiegelung. Ist vieles, was man nicht gewohnt ist, vieles, was eine Neuerung, Veränderung, Transformation darstellt, zunächst einmal wirklich gründlich zu durchleuchten. Viele von euch könnten Gewohnheitstiere sein, liebe Steinböcke, und da begrüßt man nicht unbedingt das Neue, sondern ja, man möchte eigentlich es eher so beibehalten, wie es bislang sich gestaltet hat. Es scheint mir hier, dass viele von euch hier mit einer zwischenmenschlichen Situation zu tun haben, aber wie gesagt, da möchte ich auch noch mehr darüber erfahren. Der Herrscher, ja. Der Herrscher ist in einem allgemeinen Tarot-Reading stets das Gegenüber. Es ist hier also euer Bezugsmensch dargestellt. Ich sprach gerade von einer mächtigen Person, von einer weisungsbefugten Person und der Herrscher kann tatsächlich einen derartigen Menschen darstellen. Das wäre beispielsweise euer Chef auf der Arbeit oder eben jemand, der euch Anweisungen geben darf. Genauso wie hier ein bester Freund oder eine beste Freundin dargestellt sein kann. Genauso wie hier ein Traummann oder eine Traumfrau dargestellt sein kann. Also in welchem Bezug ihr zueinander seid, das ist mir hier noch nicht ersichtlich in diesem Reading. Das kann natürlich auch bei vielen von euch ein unterschiedlicher Bezug am Ende sein. Da ich jetzt hier euer Gegenüber habe, kann es gut und gerne sein, dass König der Stäbe euch darstellt und der Herrscher natürlich dann euer Gegenüber darstellt. Und dann habe ich hier eine Art Zwist, ich habe hier eine Art Meinungsverschiedenheit. Man befindet sich hier nicht unbedingt auf der gleichen Wellenlänge. Man hat eigene Pläne, man hat eigene Lösungen. Man könnte auch sagen, man vertritt eigene Devisen. Und man ist jetzt hier nicht sonderlich erfreut, dass jene Lösungen, jene Devisen, jene Vorgehensweisen nicht unbedingt kompatibel sind mit jemandem, der hier potenziell eine ganz andere Richtung einschlägt. Also was so etwas wie Tugenden angeht, man kann auch von der Weltanschauung sprechen, man kann von Lösungswegen sprechen oder Lösungsansätzen sprechen, die scheinen hier nicht unbedingt Einklang zu haben. Und es scheint hier tatsächlich euch beiden gegen den Strich zu gehen, wie man so schön sagt, dass der eine das eine vorschlagt und der andere das andere vorschlagt. Und das ist etwas, was man gut und gerne natürlich dann auch vermuten könnte, was im Streit endet, was in Konflikten endet, was in Meinungsverschiedenheiten ändern kann. Das ist hier definitiv eine sehr interessante erste Reihe im zwischenmenschlichen Bereich. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, in welchem Bezug ihr zueinander steht, aber das werden mir die weiteren Karten natürlich noch etwas verdeutlichen können, potenziell. Die Sechs der Kelche befindet sich hier im Outcome. Die Sechs der Kelche ist eine ganz typische Vergangenheitskarte, die auf eine schöne, harmonische, friedvolle, aufrichtige Zeit hinweist, die zwischen zwei Menschen potenziell in der Vergangenheit bereits durchlebt wurde. Zwei Menschen, ich habe hier auch schon zwei Menschen abgebildet für viele von euch. Es kann gut und gerne sein, dass ihr zwei euch schon länger kennt, dass ihr nicht erst seit gestern miteinander zu tun habt und dass es früher nicht wirklich so viele Meinungsverschiedenheiten gab zwischen euch beiden, dass man früher gleich tickte möglicherweise, dass man hier sich auf der gleichen Wellenlänge befand, dass man sehr viel besser miteinander konnte, als es hier auch bildlich tatsächlich dargestellt ist. Das ist hier ein Indiz dafür,
dafür. Ebenso ist es hier ein Indiz, dass jene schöne Zeiten, jene harmonischen Zeiten, jene friedvollen Zeiten in Zukunft auch wieder einkehren sollen. Dass das Ganze vielleicht sogar dazu dient, dass ihr euch beide wiederum in die Arme nimmt oder euch die Hand gibt oder Frieden schließt miteinander. Das ist hier ein deutliches Indiz durch diese erste Outcome-Karte. Wir haben hier den Pagen der Kelche. Der Page der Kelche ist eine Hofkarte im Wasserzeichen. Auch hier wiederum ist die Charakteristik entscheidend. Und der Page der Kelche ist eine sehr freundliche Person, eine nette Person, der klassische Gutmensch, sage ich immer hier sehr gerne. Jemand, der kleine Komplimente und kleine Geschenke machen könnte. Jemand, der hilfsbereit ist. Jemand, der gerne auch flirtet, gerne sich auch etwas einschmeicheln könnte. Der Page der Kelche ist hier auf die Welt geklärt und ein Page generell im zwischenmenschlichen Sinne hat häufig etwas mit dem Neustart zu tun oder mit dem frischen Start zu tun. Es kann sich also hier bei diesem Pagen der Kelche um einen Menschen drehen und handeln, den man noch nicht lange kennt, der neu ins Leben kommt sozusagen, der jetzt in diesem neuen Kapitel vielleicht sogar eine tragende Rolle spielt. Beispielsweise habt ihr es hier mit einer arbeitstechnischen Situation zu tun, wo jetzt hier ein neuer Azubi kommt oder ein neuer Mitarbeiter kommt. Und der erste Eindruck jenes Menschen, der scheint mir hier sehr positiv zu sein. Es wäre hier beispielsweise genauso Familienzuwachs eine Möglichkeit, genauso wie jemand in eurem Freundeskreis heiraten könnte oder ja einen neuen Freund vorstellt. Also in einem bestimmten Personenkreis, in einem bestimmten Bereich eures Lebens scheint mir hier ein neuer Mensch hinzuzukommen, der auf dem ersten Blick sehr sympathisch wirkt, der möglicherweise so eine Art Strahlemensch auch sein könnte, der aber vielleicht sogar unbewusst für die ein oder anderen Komplikationen sorgen könnte. Da bin ich gespannt, wie das jetzt weitergeht hier. Die Kraft. Die Kraft spricht von Mut, von Tapferkeit, von Robustheit, Abhärtung, Zähne zusammenbeißen, auch so etwas wie Risikobereitschaft. Kann hier drin dargestellt sein. Kraft auf Hierophant. Ich könnte mir gut und gerne vorstellen, dass man hier sich zu etwas überwinden müsste, was man normalerweise unter anderen Umständen nicht tun würde, was nicht unbedingt dem eigenen Ideal, den eigenen Vorgehensweisen, der eigenen Norm entspräche. Da gibt es natürlich ganz viele Beispiele, aber wenn man sagt, ich habe mir vorgenommen, nie wieder etwas zu tun, wo ich nicht hundertprozentig überzeugt davon bin, dass es das Richtige ist. Und jetzt hat man hier eine Situation, in der man sich nicht sicher ist, ob es das Richtige ist, was man tut es aber trotzdem. Das widerspricht den eigenen Vorsätzen, den eigenen Leitsätzen. Es bedeutet, dass man mutig sein muss, dass man ein Risiko eingehen muss. Und das kann hier natürlich auf vielerlei verschiedene Arten passieren. Die Kraft auf dem Hierophant, es widerstrebt einem etwas zu tun. Man muss sich aber dazu entweder durchringen, es zu tun, man lässt sich breitschlagen oder es bleibt einem tatsächlich gar keine andere Wahl. Aber wenn ihr die Wahl hättet, glaube ich, dass ihr viele Dinge hier anders machen würdet, liebe Steinböcke, als sie hier potenziell einen Verlauf nehmen. Und das ist hier mit der Kraft auf dem Hierophanten, das ist mit der Kraft auf die Welt in der Konjunktion und vor allem hier auf entweder euch oder einen Bezugsmenschen von euch dargestellt. Hier hat jemand sozusagen die Führung übernommen und jene Führung wird einem hier jetzt potenziell strittig gemacht, weil die König der Stäbe-Karte und die Herrscherkarte in der Hierarchie unterschiedlich sind. Und ich meine hier viele von euch darin zu vermuten, das heißt, ihr hattet das Sagen, ihr wusstet, wo es lang geht, ihr habt bestimmt sozusagen und jetzt kommt hier jemand, der meint, euer Wort ist nicht so viel wert wie dessen Wort hier. Und so kann man das Ganze natürlich beispielhaft umschreiben, wie genau dieser Mensch hier zu euch eingestellt ist und wo genau sich das Ganze hier abspielt, ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen. In der Mitte des Readings auf den König der Stäbe geklärt haben wir die Drei der Münzen. Die Drei der Münzen ist eine Team-Up, eine Partner-Up-Karte. Sie deutet häufig auf den arbeitstechnischen, finanziellen oder hobbytechnischen Bereichen, aber auch was Zwischenmenschlichkeit angeht. Egal, ob das jetzt auf Partnerschaft hinausläuft, Freundschaft, Familienangehörige, das kann hier auch eine Art Zusammenschluss darstellen. Die Drei der Münzen ist häufig die Team-Up- oder die Partner-Up-Karte und ich habe hier eine, zwei und potenziell schon bereits drei Personen hier liegen. Es kann also hier eine Dreierkonstellation sein. Das heißt aber nicht, dass hier zwei Menschen sich lieben und einer drängt sich jetzt zwischen die beiden. Das ja, vermutet man meistens, wenn man das Wort Dreierkonstellation hört. Dreierkonstellation bedeutet
Nicht mehr als drei Menschen sind in eine ganz bestimmte Zweisamkeit involviert. Drei Münzen auf den König der Stäbe. Viele von euch könnten es hier mit einem arbeitstechnischen Reading zu tun haben, liebe Steinböcke, in der möglicherweise sich einiges verändern kann. Wo jetzt ein neuer Chef kommt beispielsweise, wo jemand meint, jetzt etwas sagen zu können, etwas bestimmte Anweisungen zu geben beispielsweise, wo jener Mensch sein oder ihr Wort höher gewichtet als euer Wort. Und das ist hier eine Problematik, die natürlich auch einen Keil zwischen euch beiden treiben kann, die auch generell das Atmosphärische auf der Arbeit in Mitleidenschaft ziehen könnte. Also Stress auf der Arbeit, Streit auf der Arbeit, Komplikationen, Missverständnisse, das scheint mir hier für viele von euch etwas gerade Mitte Januar potenziell Bedeutsames zu sein. Und wer hier eher eine untergeordnete Rolle spielt, so wie ich das im Moment erkennen kann, ist jener Page der Kelche, mit dem ihr euch zusammentun könntet, beispielsweise, um gemeinsam gegen diesen Menschen, gegen seine oder ihre Weisungen vorzugehen. Das ist jetzt eines von vielen Beispielen, aber auch da muss ich die Karten hier unten noch abwarten. Noch eine Arbeitskarte. Okay, also viele von euch haben es hier tatsächlich mit der Arbeit oder mit dem Hobby zu tun. Nicht alle von euch natürlich. Es kann hier natürlich auch eine Art Familienmitglied jetzt mehr und mehr sich versuchen rauszunehmen. Und hier tut man sich dann mit seinem Kind zusammen oder mit seiner Schwester zusammen. Also wie genau das hier bei euch stattfindet, ist natürlich nach wie vor auf die persönliche Situation zu beziehen. Aber ich habe drei Münzen neben acht Münzen. Es sind beides klassische Arbeitskarten. Deswegen bin ich hier bei vielen von euch im arbeitstechnischen oder hobbytechnischen Bereich. Acht der Münzen bedeutet generell Hingabe, bedeutet Arbeiten, Fleiß natürlich auch. Leidenschaft und Tüchtigkeit können hier ebenso eine Rolle spielen. Und mit den acht der Münzen auf die Kraft in der Spiegelung meine ich, dass euer täglich Brot verdienen oder eure hobbymäßige Angelegenheit hier doch schon erschwert werden könnte. Dass hier diese negative Grundstimmung, die wir hier auch in diesen drei der Schwertern sehen können, euren, ja, möglicherweise auch euren Gemütszustand deutlich nach unten schrauben kann. Man geht jetzt hier nicht mehr so gerne in die Arbeit oder in den Verein, wie man es vorher getan hat. Man könnte hier gut und gerne aber auch so eine Art, ja, erschwerte Bedingungen sich vorstellen. Und die scheint mir hier auch mit dieser Welt eingeleitet worden zu sein. Erschwerte Bedingungen, ich kann euch da natürlich so viele Beispiele nennen, aber wenn hier jemand in Rente gegangen ist, beispielsweise, mit dem ihr euch gut verstanden habt auf der Arbeit, wo ein wunderbares zwischenmenschliches Verhältnis vorherrschend war, wo man sich die Arbeit adäquat aufteilen konnte, wo man auch sich gerne mal unterhalten hat. Also mit diesem Menschen hat man ein super Verhältnis gehabt, beispielsweise formuliert. Und jener Mensch ist jetzt hier in Rente gegangen und wird durch einen neuen Menschen ersetzt, der eine ganz andere Art von Mensch sein kann. Das ist jemand, mit dem man erstmal warm werden muss, eine vielleicht auch sehr unumgängliche Person, aber jemand, der sich auch vielleicht vieles rausnimmt, möglicherweise auch hier erstmal seinen Standpunkt oder seine Position markieren muss. Und ich denke, ihr könnt hier euch vorstellen, mit wie viel unterschiedlichen Charakteren und Gesinnungen man es hier zu tun haben kann. Aber unterm Strich eine Veränderung, eine Transformation, definitiv etwas, was vielleicht auch sogar plötzlich kommen kann, scheint hier eine Atmosphäre vorherrschend in einem Personenkreis deutlich zu erschweren, deutlich zu verschlechtern, muss man fast schon sagen. Also hier ist man nicht gut aufeinander zu sprechen und vor allem ist man hier nicht am Dauerstrahlen sozusagen, sondern eher, ja, zieht man eine Miene, blickt trüb drein, kann man auch tatsächlich sagen dazu. Der Tod, ja, das sind die Veränderungen. Es scheint mir hier tatsächlich zu etwas Derartigem zu kommen, wie dass hier ein Arbeitsplatzwechsel stattfindet, eine Art Ersatz gefunden wird von jemandem, der aus dieser Situation ausgetreten ist. Der Tod auf den Herrscher könnte auch bedeuten, dass ein ganz bestimmter Mensch nicht neu dazukommt, aber sich jetzt potenziell stark verändert haben könnte. Das ist jemand, der eine Art Entwicklung oder Transformation durchmachte im Laufe einer gewissen Zeit. Und hier bemerkt man nun die Konsequenzen. Jemand nimmt sich hier sehr viel mehr raus als vorher. Jemand meint hier bestimmen zu können. Jemand meint hier, sein Wort ist Gesetz sozusagen. Und das war vorher nicht so. Aber eventuell durch das Hinzukommen einer dritten außenstehenden Person, und auch das ist weiterhin beispielhaft natürlich formuliert, kann dieser Mensch sich, was seine Vorgehensweise, was seine Meinung, was seine Handhabung angeht, stark verändern. Und ich sehe das hier nicht zum Vorteil, ich sehe das hier nicht zum Positiven, sondern ich sehe das hier eher zum Negativen.
Die drei der Schwerter, und das scheint mir hier auch potenziell noch eine Zeit lang vorherrschend zu sein. Drei Schwerter und drei Schwerter, wie gesagt, schlechte Atmosphäre, negative Grundstimmung. Ich sehe jetzt hier nicht unbedingt, dass eine Partnerschaft ausgelöst wird oder zu Ende geht, dass hier jemand fremd geht oder etwas derartiges. Also im zwischenmenschlichen Sinne kann das natürlich für den einen oder anderen von euch resonieren. Ich habe hier aber keine Partnerschaftskarten. Ich habe auch keine Beziehungskarten hier. Ich sehe zwar mehrere Personen, ich sehe aber auch zwei Arbeitskarten. Also es scheint mir hier eher zu Frustrationen zu kommen, zu Enttäuschungen zu kommen, zu Misserfolgen zu kommen, was jetzt nicht unbedingt mit dem klassischen Break-up zu tun haben muss, aber definitiv für viele von euch mit einem ganz bestimmten Menschen, der sich stark verändert hat, im Zusammenhang steht. Und mit den drei der Schwertern im Outcome wird man, je mehr Zeit hier verstreicht, weniger und weniger ahnen, glauben können. Vielleicht auch ja positiv gegenüber dem gestimmt sein, dass es mal wieder schön wird, dass es mal wieder bergauf geht. Eher nimmt man hier an, dass das noch ja, tiefere Tiefen annehmen könnte. Eher nimmt man an, dass das noch weiter bergab geht, dass das hier dieses ja, unschöne zwischenmenschliche Verhalten, diese Unfairness kann man auch sagen, dieses Machthaberische kann man auch dazu sagen. Ja, das ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen, wie genau das hier stattfindet im zwischenmenschlichen Bereich. Aber man hat hier potenziell weiterhin den Eindruck, dass es eher noch schlimmer geht, als dass es besser werden würde. Und wieder die Kraft. Ich habe jetzt hier schon zwei Karten, die sich bereits wiederholt haben. Kraft und Kraft, drei Schwerter, drei Schwerter. Also dieses Zähne zusammenbeißen, dieses etwas abkönnen, das scheint mir hier für viele von euch dargestellt zu sein. Dass man hier robust bleiben muss, stark bleiben muss, dass man hier vielleicht auch über die ein oder andere Handhabung drüber stehen muss, sind natürlich weitere Beispiele, die ich hier anführen kann. Kraft, Kraft und König der Stäbe. Es kann hier gut und gerne sein, dass viele von euch jetzt mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen haben. Dass man hier jetzt nicht gleich an das Aufgeben denkt, ist typisch Steinbock und muss auch sagen, typisch König der Stäbe. Deswegen vermute ich viele von euch hier drin tatsächlich. Dass man hier jetzt nicht so schnell klein beigibt. Das ist, denke ich, auch etwas, was viele von euch kennen. Nicht umsonst kann man auch als Sturkopf manchmal bezeichnet werden. Aber Sturkopf ist in dem Moment eigentlich, oder was diese Angelegenheit angeht, nicht unbedingt kritikhaft oder böse oder vorwurfsvoll gemeint, sondern man lässt sich eben nicht alles bieten. Und das ist etwas, was ich generell befürworten würde. Gerade wenn sich hier jemand meint, mehr rauszunehmen, als ihm oder ihr eigentlich gebührt, da könnte etwas Gegenwind diesen Menschen vielleicht auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückwerfen. Das ist meine persönliche Meinung und deswegen sehe ich hier diese Parole, die ihr hier bietet, nicht unbedingt als verkehrt an. Aber trotzdem Ellbogen ausfahren müssen, stark sein müssen, vielleicht auch ein Risiko eingehen, indem man hier jemanden ja mal zurechtweist, indem man hier jemanden mal seine oder ihre Meinung geigt. Das kann man hier natürlich auch so formulieren, aber in einem gewissen Bezug. Und das ist hier das Interessante. Hat dieser Page der Kelche, diese eher außenstehende Person, jemand, der nicht die größte Rolle spielt, so könnte man es auch formulieren, hat hier ebenso unter diese vorherrschenden Bedingungen zu kämpfen oder zu knabbern, kann man auch sagen. Das ist jemand, der es vielleicht auch abbekommt, den man etwas in Schutz nehmen müsste. Gerade wenn viele von euch hier, und ihr seid hier eben linksorientiert, und dieser Page der Kelche hier auch, gerade wenn es hier darum geht, jemanden zu decken, für jemanden einzustehen, jemanden zu verteidigen, vielleicht auch jemanden zu schützen oder zu beschützen, das kann hier gut und gerne von euch aus kommend eine dritte außenstehende Person betreffen, dass man hier Partei ergreift für jemanden, der vielleicht erst neu in der Arbeit ist, es vielleicht noch nicht besser wusste und jetzt hier vom Chef zusammengestaucht wird, beispielsweise formuliert. Ich glaube, dass ihr hier jemanden versucht in Schutz zu nehmen, jemanden zu beschützen. Und ich glaube, dass ihr hier im Recht seid. Nicht nur ihr, sondern ihr beide potenziell. Ihr versucht euch hier zu rechtfertigen, zu verteidigen gegenüber eines Menschen, der meiner persönlichen Meinung nach, und das ist mein Eindruck, den ich von diesem Menschen hier habe, der sich zu viel rausnimmt, der übertreibt möglicherweise oder eine übertriebene Strenge an den Tag legt. So kann ich das hier im Moment interpretieren. Vier der Stäbe, das ist der Zusammenhalt. Ja, das ist auch sehr wichtig. Ich sehe es hier sehr, sehr deutlich zu sehen, hier sehr deutlich zu sehen.
Eine eingeschworene Gemeinschaft, liebe Steinböcke, in der seid ihr schon wahrscheinlich seit einem längeren Zeitraum hinweg ein Mitglied, ein Teil dieser Gemeinschaft. Ihr habt jetzt hier möglicherweise auch jemanden neu dazu bekommen, möglicherweise ist auch jemand abgesprungen, aber der Kern, die Gemeinschaft, die scheint hier tatsächlich recht stabil gewesen zu sein in der Vergangenheit, bis hier eine Art neuer Wind herrscht. Eine Art, ja, wir sehen es hier auch schon mit der Spiegelung, mit dem Herrscher hier mit der Welt, dass hier jemand die Atmosphäre deutlich verändert hat, sich selbst möglicherweise auch deutlich verändert hat, kaum wiederzuerkennen ist. Und durch das Auftreten jenes Menschen scheinen hier die Gegebenheiten, scheinen hier die Routinen, das Gewohnte, nicht mehr wirklich das Gleiche zu sein wie noch vorher. Und diese Veränderungen, diese Transformationen, die scheinen hier von jenem Menschen aus durchgeführt werden zu können und euch sowie auch weitere Menschen in jener Umgebung, in der das Ganze hier stattfindet, zu betreffen und in Mitleidenschaft zu ziehen. Das schmeckt euch nicht, das passt euch nicht, das ist definitiv eine Widrigkeit, gegen die man sich hier versucht, zur Wehr zu setzen. So kann man das hier sehen. Hier ist der Zusammenhalt von mehreren Personen. Häufig ist das auch so eine Partnerschaftskarte, Familienkarte, ne? Man hält zusammen. Das ist die eingeschworene Gemeinschaft. Auf die Kraft heißt es, miteinander ist man stark oder füreinander sollte man stark sein. Und das entspricht möglicherweise auch den ein oder anderen Tugenden, Leitsätzen, Must-Haves von euch, vielleicht auch von anderen. Also das ist dieses, wir sind ein Team und wir halten zusammen. Das ist diese Einstellung, die man hier in dieser Sparte sehr deutlich sehen kann. Allerdings scheint es hier auch einen Bösewichten zu geben, einen Antagonisten zu geben, jemanden, der diese schöne Atmosphäre, diese eingeschworene Gemeinschaft nicht nur aufreiben könnte, sondern vielleicht sogar zerstören kann, wenn man ihm oder ihr Gewehr überlässt. Und das ist etwas, was es definitiv gilt zu vermeiden, aber ich glaube, dass hier vielen von euch in einem gewissen Sinne die Hände gebunden sind, weil hier jemand eine höhere Gewichtung hat, weil hier jemand vielleicht mehr zu sagen hat, das kann man auch so formulieren, aber entweder scheint hier dieser Mensch sich erhaben zu fühlen oder tatsächlich von der Position, vom Standing her, mehr Recht hat, etwas zu sagen, als ihr es habt. Und das ist typisch, wie gesagt, für einen Chef, für einen Familienoberhaupt, für jemanden, der vielleicht nicht nur meint, mehr sagen zu dürfen, sondern der auch vom Gesetz her möglicherweise über euch steht. Und das sind alles natürlich, wie gesagt, Beispiele, die es gilt, im Resonanzfall auf die persönliche Situation zu beziehen. Ich habe hier den Narren. Der Narr steht häufig für Neustart, Neustartpotenziale, auch für eine gewisse Beschwerde, Freiheit oder Unbeirrtheit. Auch für Freiheit generell kann der Narr hier stehen. Ich sehe den Narren auf euch hier in der Spiegelung. Und das heißt, ihr habt es hier definitiv mit einer Art frischen Wind zu tun, mit einer Neuerung oder einer Neuheit zu tun, mit der ihr erst einmal wirklich zu kämpfen habt, euch dort einzugewöhnen. Das sind hier veränderliche Zeiten, transformative Zeiten, die sich, wie gesagt, hier nicht angebahnt haben, die nicht unbedingt abzusehen waren, dass das Ganze sich so entwickelt, aber bevor man hier das Handtuch schmeißt, bevor man hier sagt, nee, das geht nicht, nicht mit mir, ich bin raus aus diesem Spiel, versuchen sich viele von euch zu verteidigen, versuchen sich anzupassen, versuchen das Ganze zu regulieren und zum allgemeinen Besseren zu verwandeln. Das ist hier zum allgemeinen Wohl handelnd. Das kommt hier von vielen von euch aus und ist auch hier mit diesen drei der Münzen dargestellt. Nicht nur, dass ihr jetzt Menschen in Schutz nimmt, euch verteidigt, andere verteidigt. Ich glaube, ihr setzt euch hier in einem Kreise gegenüber einer Veränderung zur Wehr. So könnte man es formulieren. Und ob das im hobbymäßigen Bereich, im arbeitstechnischen Bereich, familiären oder Freundeskreis stattfindet, das kann natürlich auch eine Partnerschaft betreffen in ganz speziellen Szenarien. Das sei mal noch dahingestellt. Aber es ist unterm Strich hier mit dem Narren eine Art frischer Wind, den man nicht wirklich genießen kann. Es ist etwas, was hier eine Art Veränderung darstellt, im Anbegriff oder im Anbahnen sich befindet und dem man entgegenwirken möchte. Wo man nicht nur Probleme hat, sich anzupassen, sondern wo man auch Probleme hat, das Ganze zu akzeptieren oder schlichtweg hinzunehmen. Der Narr in der Konjunktion zur Kraft und in der Konjunktion zum Welt. Ich glaube, es ist hier schon ein Stück weit fortgeschritten, diese neue Atmosphäre, diese Neuerung, diese Veränderungen.
Aber mit dem Narren hier unten heißt das nicht unbedingt, dass man das für gut befindet, dass man das so beibehalten möchte. Und das sehen wir auch hier in der weiteren Konjunktion, na, acht Münzen und Herrscher. Ich glaube, dass ihr hier jemandem Parole bietet. Ich glaube, dass ihr euch aufmüpft, könnte man tatsächlich sagen, dass ihr Partei ergreift, dass ihr ja, stehen bleibt und zwar standhaft bleibt gegenüber dem, was ihr hier versucht zu verfechten. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Die Vier der Kelche, das ist eine Ablehnung, ein Rückschlag, ein Misserfolg. Hier fühlt man sich definitiv untergeordnet. Das kann ein Gefühl natürlich sein. Es kann aber auch, wie auch schon vorhin versucht, euch näher zu bringen, tatsächlich so sein, dass hier jemand mehr zu sagen hat als ihr, logischerweise. Man hat hier möglicherweise den Weisungen eines Abteilungsleiters Folge zu leisten und man kann sich dann nicht über diesen Menschen schlicht und ergreifend stellen. Natürlich gibt es dann auch hier so etwas wie den Betriebsrat oder den Chef oder den Sekretär oder was auch immer. Also es gibt hier natürlich auch Hierarchien innerhalb von hobbymäßigen Einrichtungen oder beruflichen Einrichtungen. Ich denke, das brauche ich euch nicht erklären, liebe Steinböcke, aber mit den Vier der Kelche auf die Münzen, auf die Acht der Münzen, hier fühlt man sich hintergangen, man fühlt sich nicht gehört, man fühlt sich fast schon wie unsichtbar, man fühlt sich, als hätte man keine Stimme, man fühlt sich so, als wäre es vollkommen egal, was man sagt, wie man sich fühlt, was für eine eigene Meinung man zu dem Ganzen hat. Und hier in der Spiegelung kann man auch gut und gerne feststellen, dass es nicht nur euch so geht, sondern potenziell auch anderen Menschen so geht, die in diesem Bereich eine gewisse Rolle spielen. Und deswegen sagte ich auch schon vorhin, zum Gunsten vieler Menschen versuchen hier viele von euch etwas wieder zu regulieren, definitiv weiteren Veränderungen entgegenzuwirken. So kann ich das hier recht deutlich entdecken. Der Page der Schwerter, das ist Beobachtung, das ist Analyse, das ist definitiv eine Art Ausprobieren oder eine Art Testphase, die hier eine Rolle spielt. Eine Hofkarte auf eine große Arkana, häufig ist hier auch wiederum sozusagen die Charakteristik ausschlaggebend und wir sehen hier den Pagen der Schwerter als eine Art Analysator auf den Tod geklärt, der definitiv für Veränderung und Transformation steht. Also jene Veränderungen, jene Veränderlichkeiten, jene neuen Regeln, jenen frischen Wind, den versucht man sich hier potenziell eine Zeit lang anzuschauen und möchte dann urteilen, ob es so funktioniert oder ob es nicht so funktioniert. Der klassische Testlauf oder die klassische Testphase, das kann ich ja auch gut und gerne in der Spiegelung auf den Herrscher mit einem ganz bestimmten Menschen im Zusammenhang stehen. Beispielsweise habt ihr hier einen neuen Chef auf der Arbeit, der sich jetzt erst einmal versucht durchzusetzen, erst einmal versucht zu beweisen, vielleicht viel auch verändert hat in eurem Betrieb, in eurer Firma, in eurem Büro, wo auch immer. Und mit neuen Regeln möglicherweise daherkam. Und jetzt herrscht hier so eine Art Testlauf, wie das Verhältnis zueinander möglicherweise dadurch gestaltet wird, wie der Arbeitsfluss ist, wie die Wirtschaftlichkeit ist, wie die Menschen damit zurechtkommen, auf gut Deutsch gesagt. Und eine Testphase bedeutet nicht, dass diese dann für immer bleiben wird. Sie bedeutet aber auch nicht unbedingt, dass diese wieder abgeschafft wird, wenn sich nicht jeder damit arrangieren kann. Und ihr habt es hier mit einer aufkommenden Problematik zu tun, die in wirklich vielerlei Bereichen tatsächlich vonstatten gehen kann, die mit dem Rat des Schicksals hier im Outcome aber zu weiteren deutlichen Konsequenzen führen wird. Und die Konsequenzen können hier positiv sein oder hier negativ sein. Das ist noch tatsächlich relativ unterschiedlich hier zu betrachten. Das Rad des Schicksals generell steht für Neuerungen, Entwicklungen, man sagt auch Schicksalswege dazu. Und natürlich das Abschließen eines Zykluses, der Beginn eines neuen Zykluses, Veränderungen, eine Art Neuerung könnte hier vonstatten gehen. Natürlich ist das dann auch ein anderer Schicksalsweg als jener, den man bereits gewohnt war, den man von vorher kannte. Und ich glaube, dass hier mit dem Rat des Schicksals im Outcome auch möglicherweise die Zeit eine gewisse Rolle spielt, weil das ist auch eine ganz typische Zeitkarte, dass man hier, wie auch schon gerade gesagt, sich das eine Zeit lang anschaut, das mal laufen lässt, sich mal das Ganze ja im Prinzip analysiert und durch den Kopf gehen lässt und dann möglicherweise entscheidet, okay, das bleibt so, das und das und das müssen wir aber noch ändern oder man stellt sich hier komplett dagegen, man könnte hier sogar bis auf die Barrikaden gehen, wenn ihr mit dieser Redewendung etwas anfangen könnt. Stark zu sein, robust zu sein, sich nicht alles bieten zu lassen. Das, glaube ich, spielt hier nicht nur für Mitmenschen von euch, sondern auch natürlich für euch selbst eine gewisse Rolle. Hier ist jemand da, den man hier gut und gerne
im zwischenmenschlichen Sinne als Narzissten bezeichnen kann. Hier ist jemand dargestellt, den man auch als eine Art Machthaber repräsentieren kann. Jemand, der meint, über alles und jedem sich stellen zu können. Und ob das jetzt ein Chef ist, ob das ein Familienmitglied ist, ob das ein Freund in eurem Freundeskreis, ein Nachbar in eurer Nachbarschaft oder eben ein Mensch, mit dem ihr vielleicht sogar in einer partnerschaftlichen Beziehung seid, ist. Das ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen. Aber die Karten hier, die suggerieren viele verschiedene mögliche Entwicklungen noch voraus. Entweder schafft man das Ganze hier wiederum zu regulieren oder man könnte auch hier mehr und mehr diesen Absturz mitmachen. Das kann ich mir in beiden Sinnen tatsächlich noch vorstellen und möchte ich mir jetzt im weiterführenden Reading natürlich noch genauer anschauen. Ich will darüber noch etwas mehr in Erfahrung bringen. Ich möchte da noch tiefer eintauchen, mehr Details erfahren und dann natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen können, wie das Ganze weitergeht. Solltet ihr in einer derartigen Situation euch wiedererkennen können, liebe Steinböcke, ist das etwas, womit ihr was anfangen könnt? Kennt ihr diese Situation bzw. resoniert dieses Reading für euch? Dann könnt ihr euch natürlich auch gerne das weiterführende Reading ansehen in der Infobox unten. Der erste Link direkt würde euch wie gewohnt dorthin führen. Natürlich müsst ihr dem nach wie vor nicht nachgehen. Solltet ihr die eine Sekunde Lebenszeit noch entbehren können, liebe Steinböcke, like doch gerne dieses Video und lasst mir ein Abonnement da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich habe das sehr viel davon, mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich nichts Negatives daraus zu befürchten. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Januar weiterhin. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.